Jeder hat es schon mal gehört, erlebt, gesehen oder kennt zumindest jemanden, der ein Problem mit einem Motor aus der VAG-Gruppe hatte oder hat. Meist enden diese Probleme in einem kompletten Austausch des Motors, der oft bis dahin noch nicht einmal 100.000 Kilometer gelaufen hat. Die allseits bekannte Steuerkette, welche schon einige Geldbeutel überraschenderweise geleert hat, ist, wie ihr gleich erfahren werdet, nur eins der geringeren Probleme dieser Motoren. Jetzt drängt sich natürlich allen die Frage auf, ist das geplantes Versagen oder nur einfach Unfähigkeit, nachhaltige Motoren zu bauen? In diesem Video zeigen wir euch unsere Entdeckung aus 10 Jahren Motoreninstandsetzung und was ihr tun könnt, damit euer Motor nicht die Grätsche macht. Wenn wir heutige Motoren mit denen von vor 20 oder 25 Jahren oder älter, Japaner ausgenommen, vergleichen, dann steht der Hersteller heute natürlich vor viel größeren Herausforderungen und Komplikationen, wenn er so einen Motor entwickelt. Es wird heutzutage mit viel weniger Hubraum, einer Turbo- oder Kompressoraufladung und viel zierlicheren Bauteilen gearbeitet, obwohl der Anspruch des Autofahrers an den Motor, das heißt an die Leistung des Motors, steigt. Das bedeutet, die Motoren werden immer leistungsstärker, aber auch effizienter und leichter, zu Kosten der Langlebigkeit. Das Ganze soll, wer hätte es anders gedacht, natürlich der Umwelt zugutekommen. Zu bewerten, wie nachhaltig das Ganze ist, seinen Motor nach 70.000 Kilometer bereits auf den Schrottplatz zu bringen, das überlasse ich euch. Fangen wir mal mit unserem geliebten R888-Motor an. Verbaut im GTI, Cupra, sämtlichen Audi-Modellen, sämtlichen VW-Modellen oder auch im Skoda, Seat, bis hin zum neuen Porsche Macan. Wenn wir uns hier mal die Öldruckregelung anschauen, das kann ich euch auch gerade zeigen, wir haben ein Auto da, dann werden wir sehen, dass die Öldruckregelung des R888-Motors den Öldruck auf hier deutlich unter 1 Bar bei diesem Motor, fast sogar ein halbes Bar, reguliert. Sobald der Öldruck im Leerlauf Richtung 1 Bar geht, ist es allerhöchste Eisenbahn, denn dann reicht der Öldruck nicht mehr aus, um die Bauteile innerhalb des Motors vernünftig zu schmieren. Und was dann passiert, das zeige ich euch jetzt in der Montage. Die üblichen Schäden sehen wir jetzt hier. Die äußern sich üblicherweise durch Klappergeräusche aus dem Nockenwellenversteller bis hin zu eingelaufenen Lagerstellen im Bereich der Nockenwelle oder auch im Bereich der Kurbelwelle, wo dann die Lagerschalen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie kann es sein, dass eine so filigran konstruierte Steuerkette im Konzern abgesegnet wird und in Millionen von Fahrzeugen verbaut wird? Hier im Vergleich eine Steuerkette, die funktioniert. Früher wurden die Karren noch durch irgendwelche Wüstenrallyes gepeitscht, um die Motoren zu erproben, bevor sie dann auf den eigentlichen Endverbrauchermarkt gelangten. Heutzutage ist man froh, wenn der Auszubildende vom Brötchen holen zurückkommt und noch keinen Motorschaden eingetreten ist. Spaß beiseite. Die Motoren werden mehr und mehr simulativ am PC erprobt, als in der wirklichen realen Erprobung getestet und die Testumgebungen weichen eben in der Realität ab. Deswegen verfehlen die so ein bisschen ihren Nutzen. Leider fällt das Ganze immer erst dann auf, wenn das Auto schon beim Endverbraucher ist. Das heißt, ihr steht dann irgendwo, habt Klappergeräusche oder einen Motorschaden. Das ist für die Marke natürlich sehr schade und für uns als Automobilnation Deutschland natürlich super peinlich. Man kann diese Schwachstellen natürlich alle beheben, aber am Ende zahlt natürlich der Verbraucher für die Behebung der Konstruktionsfehler der Hersteller. Bei Porsche ist das eine andere Sache. Die machen das ganz geschickt. Wenn da irgendwelche Probleme auftreten, schicken die sofort einen LKW los, der den Elfer einlädt und zurück ins Werk bringt, um die Fehler möglichst intern zu beheben. Irgendwann hat natürlich auch ein Porsche mal eine Lebensdauer erreicht, wo der Service nicht mehr über allem steht. Und dann landen die Dinger natürlich bei uns. Das liegt daran, dass die Laufleistung dieser Motoren meistens bei 60.000 bis 70.000 Kilometer bereits erschöpft ist. Das liegt aber nicht daran, dass sie schlecht konstruiert sind, sondern dass der Fokus des Herstellers einfach auf der Performance liegt und nicht auf der Langlebigkeit, denn das sind ja keine Daily Driver, sondern Schmuckstücke, die am Wochenende bewegt werden. Streng genommen ist dies hier auch kein VAG-Motor, sondern eine Eigenentwicklung von der Firma Porsche. Schwenken wir jetzt nochmal rüber von Porsche zu VAG und zwar in unsere Dieselschiene, zu den Dieselmotoren, die wir hier relativ selten überholen. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht machen wollen. Aber bei einem Diesel entscheidet auch immer die Peripherie, Turbolader, Ladeluftkühler, Einspritzanlage, also Injektoren, über die Funktionen des Motors. Das heißt, den reinen Rumpfmotor überholen zu lassen, bringt meistens nicht den Erfolg. Viele von euch kennen das, haben ihren T5 oder T6 schon zigmal in die Werkstatt gebracht, auf Kulanz immer einen neuen Motor bekommen und der geht immer wieder kaputt. Ja, das liegt natürlich nicht daran, dass der Motor an sich so, und nicht nur daran, dass der Motor so schlecht ist, sondern dass eben diese Peripherie-Anbauteile oft auch nicht getauscht werden und ja, damit das eigentliche Problem nicht behoben wird. Wenn wir hier einen Dieselmotor bauen für den Kunden, dann haben wir immer das Fahrzeug da, dann prüfen wir zumindest die komplette Peripherie und meistens werden Injektoren und Turbolader auch erneuert, damit wir dem Kunden wirklich ein Produkt übergeben können, was nicht nur
bis zum Ende der Gewährleistung hält, sondern darüber hinaus am besten ein ganzes Fahrzeugleben. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Dieselmotor wesentlich länger hält als ein Benzinmotor. Das heißt, die Laufleistung eines Dieselmotors, wenn er jetzt mal zu uns kommt, liegt immer weit über 200.000 Kilometer. Und bei den TFSI-Dingern, die erreichen noch nicht mal die 200.000. Die 150.000 Kilometer erreicht haben, dann ist das schon gut. Aber das kommt auch nur in den seltensten Fällen vor. Was ihr tun könnt, damit euer Motor nicht die Grätsche macht, ist natürlich als erstes das richtige Öl verwenden, in der richtigen Viskosität. Bitte keine 0W30, 0W20 Öl oder was es da gibt verwenden, sondern am besten immer ein 40er Öl verwenden, 0W40, 5W40. Da gibt es wirklich gute Alternativen. Und den Ölwechselintervall einfach auch zu verkürzen auf maximal 15.000 Kilometer. Wir hören immer wieder Long Life hier, Long Life da, 30.000 Kilometer. Das ist wirklich der größte Quatsch, den ich jemals gehört habe, sich damit den Ölwechsel quasi zu sparen, aber dem Motor wirklich 30.000 Kilometer, das sind manchmal bis zu 2 Jahre, im gleichen Saft stehen zu lassen. Also das erklärt sich eigentlich schon von selber, dass das nicht gut funktionieren kann. Von daher 15.000 Kilometer maximal fahren und dann einen Ölwechsel durchführen. Wenn es bereits zu spät ist und ihr einen Motorschaden erlitten habt, dann sorgt wenigstens dafür, dass alle Schwachstellen während der Motorrevision beseitigt werden. Und ja, wenn der Motor noch läuft und ihr möchtet prophylaktisch diese Schwachstellen beseitigen, gibt es natürlich in unserem Generationsvideo alle Schwachstellen des VAG-Motors und die Lösungen dazu. Damit hält euer Motor schon mal deutlich länger. Um an weitere Videos erinnert zu werden und immer auf dem aktuellen Motorenstand zu sein, abonniert einfach unseren Kanal. Bis dahin, haut rein!